In akuter Lebensgefahr befand sich kürzlich dieser Schwan an einem Brandenburger See. Der Schwanenvater war nur wenige Meter von seinem Nest, in dem sein Weibchen mit den Jungen wartete, in eine Angelsehne geraten und war nun im dichten Schilf gefangen. Es ist ein Schwanenkönig, der in Liebe steht. Zum Glück waren aufmerksame Jugendliche zufällig in der Nähe. Sie hörten die kläglichen Hilferufe und alarmierten sofort die Feuerwehr. Schwäne sind gefährlich. Aufgrund dessen, wenn sie auch Junge haben, dass die auch letztendlich Menschen angreifen können. Demzufolge müssen wir uns einen Plan machen. Der Schwan kämpft nur wenige Meter vom Nest der Familie entfernt ums Überleben. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zogen zur Sicherheit erst einmal einen Experten hinzu, Brandenburgs Tierretter Harry Heinecke. Da laufende Hunde, Katzen, weggeflogene Wellen sind hier. Einen Affen haben wir auch schon mal gehabt. Ja, wie gesagt, Vogelspinnen, Schlangen, also alle Tiere, die Menschen so in ihren Behausungen halten. Und wenn die mal ausreißen, dafür bin ich dann zuständig. Tierretter Heinecke begab sich dann zusammen mit einem Feuerwehrmann zu dem hilflosen Tier und konnte den Schwanenvater mit Hilfe eines Netzes ruhig stellen. So gelang es, den Vogel aus der lebensbedrohlichen Lage zu befreien. Der war fest gewesen mit dieser Strippe hier. Der Kamerad von der Feuerwehr hat den mit dem Netz festgehalten, der konnte das fühlen. Das war eben um Flügel und um Bein gewesen. Da haben wir das zweimal abgeschnitten, rausgezogen. Ich habe das kleiner mitgenommen, dass das nicht normal passiert, weil das ja in Nähe des Nestes dort ist. Glücklich flatterte das Tier zurück zu seiner Schwanenfamilie. Zurück blieben die sichtlich erleichterten Tierretter. Tiernot, ja, da kann Hund, Katze, Maus, etc., Schlange, alles dazu gehören. Diesmal war es ein Schwan gewesen und wie gesagt, wir haben unsere Arbeit hier gemacht. Der Schwan ist wieder frei und er kann zu seiner Familie zurück. Immer wieder kommt es vor, dass Angler ihre Sehnen am Wasser zurücklassen. Auch wenn dieser Schwan Schwein gehabt hat, kann es bald schon den nächsten erwischen. Viel zu oft muss der erfahrene Tierretter gerufen werden. Weil wir eben hier relativ viel Wasser haben und auch eine Menge Schwäne haben, ja, und die Angler eben so unprofessionell sind und eben die Leine, die sie eben dort zum Angeln nehmen, ja, liegen lassen oder abreißt und dann haben die Tiere eben das Problem. Beim Schwan sehen wir das, wenn das eine Lietze oder eine Wildente hat, die bemerkt kein Mensch und die verändert da, elendig da, ja, und deswegen einfach mal ein Appell daran, dass die wirklich sorgsam mit ihrem Zeug hier umgehen. Den Rettern kann der Schwan nun sein Leben verdanken. Der majestätische Vogel wird sich jetzt wieder um seine Frau und seinen Nachwuchs kümmern können. Das macht auch Peter Höhle von der Freiwilligen Feuerwehr stolz. Es ist genauso ein Lebewesen wie ein Mensch. Ich bin stolz darauf, das Tier gerettet zu haben. Es kann auch jedes andere Lebewesen sein. Ich bin stolz darauf. Hinter der Freiwilligen Feuerwehr und Harry Heinecke liegt eine arbeitsreiche Nacht. Auch wenn dem Tier schnell geholfen werden konnte, verdient dieser Job große Anerkennung. Ohne die ehrenamtliche Arbeit könnten unsere Städte und Gemeinden die Gefahrenabwehr im Land Brandenburg nicht sicherstellen. Es ist ein Schwan.